Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Mennecke, ich bin Geschäftsführer der eStock Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes eStock Trends. Ich begrüße Sie damit ganz herzlich zu einer weiteren Folge von eStock TV, heute mit dem Thema Trump vor seinem wichtigsten Deal. Aber wie reagiert die Börse? Ja, schön, dass Sie wieder da sind. Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich zu einer weiteren Folge von eStock TV. Heute mit dem Thema Trump vor seinem wichtigsten Deal. Aber wie reagiert die Börse? Die Börse hat ja schon sehr viel eskomptiert, dass Trump jetzt mit China, was ja sein wichtigster Deal ist, für die Weltbörsen und für die Weltwirtschaft, dass er da schon eine Einigung gewissermaßen erzielt hat. So hat die Börse schon im Vorwege reagiert. Also schon sehr viel eskomptiert. Man hat eine hohe Erwartungshaltung, dass es zu einer positiven Einigung kommt zwischen USA und China. Trump ist im Grunde so ein bisschen im Rücken zur Wand. Nun klappte der Deal mit Nordkorea nicht gleich. Vielleicht später mit dem nordkoreanischen Präsidenten Kim ging er auseinander, ohne dass es zu einer Lösung kam. Und vielleicht wird das mit China auch der Fall sein, denn ja, Nordkorea und China, die haben sich wahrscheinlich auch so ein bisschen abgesprochen, wie sie sich zu verhalten haben. Nun, auf jeden Fall will China sich weiter öffnen, das haben sie schon auf ihrem Kongress gesagt, dass sie mehr Wettbewerb auch im eigenen Lande zulassen wollen, das ist ja ganz im Sinne der Amerikaner. Aber reicht das aus gewissermaßen, um die Zölle, die erhöhten Zölle, die Trump ja haben wollte, zu verringern oder ganz wieder zu streichen? Und wenn sie dann gestrichen werden, kommen ja immer noch mal möglicherweise die Zölle für europäische Autos in Frage. Also das wird uns noch weiter beschäftigen, die Zollpolitik, genauso wie der Brexit ja möglicherweise jetzt auch verschoben wird. Ende März ist ja nicht mehr lange hin, müsste eigentlich England ausscheiden. Wenn da gar keine Einigung mit EU zustande kommt, wird ein harter Deal. Davon geht die Börse auch überhaupt nicht aus. Denn auch da sind die deutsche und auch die amerikanischen, aber auch die englischen Börsen alle gestiegen. Also die erwarten wohl eher eine Verlängerung. Und wenn, dann wird das auch so ein Deal, möglicherweise wie mit der Schweiz, weil die sich ja schon geeinigt haben, dass so die EU-Abkommen gewissermaßen also weitergeführt werden. Also Brexit das eine, Trump, China, USA die andere wichtige Entscheidung. Wir sind mal wieder vor zwei wichtigen politischen Entscheidungen. Ich habe da dann mit Herrn Wagnewski, der übrigens ein interessantes Zertifikat jetzt rausgebracht hat, mal ein Buch geschrieben oder eine kleine Broschüre in Polen, der Einfluss der Politik auf die Kurse. Und das ist jetzt leider noch dominant. Man sagt immer, politische Börsen haben kurze Beine, sie werden immer länger, weil es auch immer wieder neue politische Entscheidungen gibt, die die Börse beeinflussen können. Wie jetzt möglicherweise auch Venezuela. Der Kalte Krieg mit Russland geht weiter und wird möglicherweise forciert. Möglicherweise auch neue Sanktionen gegen Russland. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber bevor ich darauf komme, ein paar Aktientipps am Rande, am Anfang, denn oft hören Sie das ja nicht zu Ende ab meinem Video. Ganz gut finde ich die Aktie Saturn Oil und Gas, die jetzt gerade Produktionszahlen gemeldet haben. Die haben im letzten Quartal, im vierten Quartal so 750 Barrel durchschnittlich erzielt, jetzt 950 Barrel. Sie wollen aber bis Ende des Jahres auf 2000 Barrel. Sie notieren jetzt ganz unten noch so bei 0,17 kanadischen Dollar. Können Sie sich mal angucken, Saturn Oil & Gas, eine kleine kanadische Ölgesellschaft, die ganz interessant sind. Dann von Herrn Wagnewski initiiert dieses Actively Managed Zertifikat aus der Schweiz, was jetzt neu zu zeichnen ist, ohne Ausgabeaufschlag noch bis zum 13. März. Da will er Long und Short gehen an 11 Aktienmärkten, aber ausgewählten, da ist sogar Peru dabei, also auch ein paar Exotenmärkte, auch Russland ist dabei. Long und Short auf Basis eines Handelssystems, überwiegend Moving Averages, aber doch ein bisschen high sophisticated. Und dann 23 Rohstoffmärkte, Long Short. Also das können Sie jetzt neu zeichnen aus der Schweiz. Wenn Sie da nähere Informationen haben wollen, rufen Sie mich bitte gerne persönlich an. Ansonsten die
allgemeine Wetterlage ist ja eigentlich noch ganz positives, aber kommen Gewitterwolken demnächst? Das ist die große Frage. Der Konjunkturhimmel trübt sich immer mehr ein. Man hat gesehen, China, Exporte 20% minus, Importe auch so 7% minus. Also auf der anderen Seite war auch da im letzten Jahr noch, trotz dieser Zollpolitik von Trump, ein sehr starkes Außenhandelsbilanzdefizit zu verzeichnen. 900 Milliarden insgesamt, gut die Hälfte von China. Und die haben sich sogar um 10% erhöht, um 84 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr, die Außenhandelsbilanzdefizite USA, China. Und das hat Trump wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen. Und jetzt muss er reagieren. Und er darf aber auf der anderen Seite auch kein, dass das ein Bumerang wird für die amerikanische Wirtschaft. Wird es ja teilweise schon im landwirtschaftlichen Bereich, Sojabohnen und so weiter. Also das wird ein ganz heikles Thema noch, entscheidet sich aber in den nächsten 2 Wochen. Vielleicht wird aber auch das ein bisschen verlängert, sagen wir, noch nicht geeinigt. Dann wäre das wahrscheinlich eine Enttäuschung für die Börse erstmal. Wie gesagt, die Börse hat sehr viel eskomptiert. Wir haben Dow Jones und DAX schon über 10% plus. Russische Aktienmarkt übrigens auch. Am besten Kasachstan. Ja, bevor wir jetzt zu weiteren interessanten Themen kommen, die ich noch wie die EZB entscheide und so weiter, wollen wir uns mal die Indexstände anschauen und dann sie auch kommentieren, damit sie eine Richtung auch für die nächsten beiden Wochen haben. Der DAX ist ja, war ja erst im Minus. Wir hatten, Sie wissen, beim Arbeitsmarktdaten 20.000 neue Jobs nur, es waren 150.000 erwartet und von daher da eine Enttäuschung erstmal maximal und dann gleich wieder aufgeholt, also plus minus null gelandet auf der DAX zum Schluss bei 11.491, ist damit immer noch gut 10% im Plus, in ein Jahr 7% minus, in 3 Jahren nur 18% plus, also da hat der russische Aktienmarkt mit 41% plus ja sehr viel besser abgeschnitten als der DAX. Das nochmal, um Sie auch mal ein bisschen zu sensibilisieren, auch dass der russische Aktienmarkt immer wieder attraktiv ist, gerade weil er so niedrig bewertet ist und so hohe Dividendenrenditen hat. Der Eurostoxx bei 3.294 ist ja alles im Plus in diesem Jahr. Wir haben eine gute Jahresanfangsrallye, jetzt ein bisschen seitwärts, minus 0,27%, aber auch da ist sicherlich noch ein bisschen Potenzial drin, wenn Trump mit China einen positiven Einigung erzielt, zur Zufriedenheit aller gewissermaßen, eine Win-Win-Situation, und dann werden die Börsen noch mal ein bisschen nach oben gehen. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte oder es zu einer Verzögerung kommt, werden die Börsen sicherlich auch wieder korrigieren von dieser Rallye, die wir jetzt hatten. Der Dow Jones bei 25.459, auch da die gleiche Reaktion, wir waren schon 200 Punkte tiefer, dann wieder 200 Punkte aufgeholt, plus minus null gelandet, aber auch immer noch 10,6% plus seit Jahresbeginn. Nasdaq ja sogar auch bei 7.408 ist minus 0,18%, aber sehr viel besser sind ja die chinesischen Fang-Aktien, Alibaba und so, die haben plus 40% gemacht in wenigen Wochen. Der Nikkei-Index dumpelt so vor sich hin bei 21.025, war auch minus 2% am Freitag. Shanghai, das ist die Börse, jetzt China, oft ist es so, die Verlierer der Vergangenheit, gerade in Emerging Markets, wären die Gewinner des Folgejahres. So ist es in China, die letztes Jahr ja über 20% minus waren, dieses Jahr aber 24% plus und damit der Spitzenreiter, mal von Venezuela abgesehen, die können wir nicht nehmen, oder Bermuda, ist das eigentlich der Spitzenreiter unter allen großen Aktienindizes. Aber auch Kasachstan zum Beispiel, Kasachstan auch über 20% minus im letzten Jahr, ähnlich wie China, aber jetzt plus 14%. Also achten Sie ruhig mal auf die Verlierer im Emerging Markets der Vergangenheit, werden oft die Gewinner im Folgejahr. Zentralosteuropa dümpelt so vor sich hin, der CC-Index bei 1749, plus 3,25%, ich meine auch ein Plus. Da ist Tschechien übrigens sehr gut mit plus 10%, diesmal der Top-Performer, CC-Index ist ja Polen, Ungarn, Tschechien mit drin und Tschechien performt jetzt besonders gut, auch sehr stabil dort. Der RTS-Index, also Russland in US-Dollar, bei 1.179 war schwächer am Freitag, minus 1%, aber immerhin in einem Jahr nur minus 8,2%, das ist ungefähr wie der DAX, der war auch 7,3% gefallen, aber in 3 Jahren ist er eben um 41% gestiegen, der DAX nur um 18%, übrigens der
Nasdaq um 64%, Dow Jones um 50%, Nikkei Index nur um 25% und Shanghai Composite um 7%. Also da ist der russische Aktienmarkt doch deutlich besser gelaufen in den letzten 3 Jahren als der chinesische Aktienmarkt. Mal abgesehen von den Internetaktien, der RDX, ist ein Kunstprodukt der Wiener Börse, wo die Global Depository-Resistenz, also die an der Londoner Börse gehandelten ADRs und GDRs, bei 1418 minus 1,3%, ist immer plus 9,47% noch in diesem Jahr. Und der RTX-Index, also die Originalaktien an der Moskauer Börse, bei 2244 minus 0,49% am Freitag, aber plus 12,43%, damit besser als der DAX in Euro wohlgemerkt, an der Wiener Börse, wo es auch Indexzertifikate gibt. KTX-Index, wie ich schon gesagt habe, bei 349 minus 1,49%, das sind auch Gewinnmitnahmen, die wir auch teilweise am Freitag schon gesehen haben bei den großen Indizes, aber immerhin noch 14,59% in diesem Jahr gestiegen. Da ist eine Kazakhems drin, so weiter, eine Halyk Savings Bank. Das sind auch gute Werte, dividendenstarke Werte, die Sie auch in meinem Börsenbrief E-Stock Trends vorstellen. Nicht nur deswegen mal ein Probeexemplar bestellen, 3 Ausgaben zur Probe. Es lohnt sich immer wieder in Osteuropa zu investieren. Nicht nur Budapest, Warschau, Prag, sondern auch Moskau und Kasachstan und auch die südeuropäischen Länder. 3 Ausgaben zur Probe, wie gesagt, kosten nur 15 Euro beim E-Stock Trends, wo auch die Weltbörsen mit kommentiert werden. Der Brennölpreis, sehr wichtig für Russland, bei 65,8. Das bedeutet immerhin ein Plus von 7,3% in einem Monat, aber ein Minus, auch ein Plus von 3% in einem Jahr. Aber der WTI-Ölpreis ist um 6,9% gestiegen und ist noch minus 6%. Also da gibt es Unterschiede für Saturn Oil Gas, ist übrigens die Marke WTI maßgeblich. Bei 56,11 haben wir den, minus 0,77% am Freitag, der WTI-Ölpreis. Gold bei 1300, ich glaube immer noch an Gold, im Jahresverlauf ist jetzt wieder konsolidiert. Wir waren ja schon 1330, dann 1280, wieder jetzt bei 1300 plus 1%. Ich glaube immer noch an viele Goldminenaktien. Der Goldminenindex zum Beispiel ist jetzt auf dem Niveau, als Gold bei 300 US-Dollar war. Also da haben wir noch viel Potenzial bei den Goldminen, die jetzt auch sehr preiswert produzieren können. Gerade die russischen, ich habe ja ein goldiges Musterdepot aufgemacht, das auch schon gut 10% im Plus ist und wahrscheinlich auch weiter gut performen wird. Barrick und Newmont Mining wollen mergen, das halte ich für einen Unsinn, bringt nicht viel. Ich finde sehr viel besser, wir haben auch noch nicht so gut performt, Barrick und Newmont Mining, sehr viel besser eine Polius Gold. Plus 40% Umsatzwachstum, sogar organisch bis 2020, könnten selbst Barrick und Newmont Mining nicht aufweisen, wenn sie denn mergen sollten. Also beachten Sie die russischen Goldaktien, auch Heuling Gold Mining, auch Polymittel und die eher anderen russischen Goldaktien. Silber bei 15,35 plus 2,26%. Da, wie gesagt, Polymittel, auch KGM Polska Miet produziert ja auch Silber, mal auf die Watchlist nehmen. Dann kommen Kupferprozent auch wieder. Kupfer wäre schon bei über 6.400, jetzt wieder bei 6.394, minus 0,82%. Das hängt auch sehr von China ab. Guter Deal oder kein Handelsstreit USA, China, wird der Kupferpreis weiter steigen und umgekehrt wird er wieder fallen, wenn es dort zu einer Einigung kommt. Also generell auch Rohstoffe. Hängt natürlich auch im Dollar ab. Der Dollar ist wieder stärker geworden. Ist eigentlich schlecht für Rohstoffe und Emerging Markets. Euro nur ist bei 1,12, kommt ja von 1,14. Wenn er über 1,14, 1,15, 1,16 geht, sieht es gut aus. Wenn er unter 1,12 geht, und wir waren ja schon etwas drunter, sieht es schlecht aus. Er ist bei 1,12 plus 0,45%. Der Euro und Rubel hält sich sehr stark. Eine der stärksten Währungen der Welt in diesem Jahr ist der Rubel wohlgemerkt. Bei 74,54 plus 0,57% der Euro ein bisschen gewonnen, aber insgesamt ist der Rubel noch sehr stabil, weil die Zinsen noch relativ hoch sind und die Wirtschaft ja auch relativ stabil ist, so wächst so 2%. Solange der Ölpreis so bleibt bei zwischen 60 und 70 US-Dollar, haben die auch hohe Außenhandelsbilanzüberschüsse, Amerika hat Defizite und auch Außenhandelsbilanzüberschüsse und Haushaltsbilanzüberschüsse. 2,6% allein im letzten Jahr. Putin baut sich auch gerade so eine finanzielle Festung. Ich werde da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, auch auf die möglichen US-Sanktionen, die ich da erwarte. Der Bitcoin hat sich erholt ein bisschen auf 3.509. Kann man mal wieder auf die Watchlist nehmen. Ich glaube, der kommt wieder im Jahresverlauf. Aber sehr interessant, der Eurobond Future bei 164 ist unverändert am Freitag, aber ist ja gestiegen von 157 auf 166.
tatsächlich auch relativ stark. Also fallende Zinsen in letzter Zeit, seitdem die Notenbank einen Schwenk gemacht hat und gesagt hat, naja, wir warten erstmal ab und erstmal keine Zinserhöhung. Draghi übrigens auch bei der letzten EZB-Entscheidung keine Zinserhöhung und im Gegenteil sogar so eine Art auch quantitativ Easing, also will Banken, gerade südeuropäischen Banken, wieder Kredite zur Verfügung stellen. Eigentlich ist das immer eine Manipulation der Märkte durch die Notenbanken, aber sei es drum, sonst hätten wir wahrscheinlich auch größere Krisen. Also sinkende Zinsen statt Zinswende, das Gegenteil, zumindest jetzt kurzfristig. Und der Treasury Bill Future genauso bei 145,95 plus 0,7% am Freitag, ist gestiegen von 137 auf 148. Also auch da, seit Oktober haben wir gesagt, oder Oktober, November, haben wir eine umgekehrte Zinswende, nämlich fallende Zinsen. So, dann haben wir sehr unterschiedliche Wirtschaftsdaten, und auch die erstmal die Gewinnentwicklung war okay in den USA bisher. Jetzt kommen ja die Deutschen mit ihren Erklärungen, Bilanzerklärungen, Gewinnerklärungen, vor allem Gewinnerwartungen. Sie wissen, bei HP, Hewlett Packard, also Druckerpatronen, waren die Lagerbestände nur ein bisschen erhöht, schon minus 17% an einem Tag. Also sowas hatten wir im letzten Jahr ja auch bei Covessa, BSF und so weiter, Wirecard, dass wir, und das kann auch wieder passieren, also immer wenn Gewinnerwartungen nicht erfüllt werden, dass dann die Aktie Abschluss. Insgesamt war das recht positiv, das Bild in den Amerika. Die Ausblicke verhalten positiv, also kann man nicht sagen. Aber die Wirtschaftsdaten in den USA nicht so doll. Wir haben in Deutschland auch IFO-Index, der immer weiter fällt. Einkaufsmanager-Indizes sind jetzt wieder gestiegen, aber die Auftragseingänge für die Industrie sind gefallen weiter um über 2%. Italien ist in Rezession und wir haben jetzt diese Brexit-Entscheidung, die vom Markt überhaupt nicht wahrgenommen wird, aber die kommt irgendwann, ja. Also das müssen wir aufpassen, da gibt es einige Unsicherheiten. Auch ganzen Prognosen fürs Wirtschaftswachstum sind ja zurückgenommen worden. Insofern muss man sehen, ob diese Rallye, die wir jetzt hatten, auch nachhaltig ist. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also bis Mai kann es noch gehen, aber still noch May and go away. Wir kennen das Spiel. Aber jetzt muss man noch dabei sein. Jetzt hat man noch Chancen. Auch sagt der neue Guest, die haben jetzt unabhängig von diesen Wirtschaftsdaten natürlich noch unglaubliches Potenzial, wenn die tatsächlich die Produktion von 1.000 auf dann 2.000 Barrel bis Ende des Jahres erhöhen sollten. Und bei Gold genauso gibt es immer viele. Ich habe da auch einige schon in meinem Börsenbrief rausgestellt, noch die Potenzial haben, wenn die ihr Produktionswachstum steigern sollten. Auch eine Petrobras zum Beispiel, wenn sie von 420.000 auf 500.000 Unzen erhöhen sollte. Also, wir haben aber auf der anderen Seite eine wirtschaftliche Fragezeichen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch den Kalten Krieg mit Russland. Atomabrüstung nimmt ab. Stellvertreterkrieg in Venezuela, da bahnt sich etwas an. Dann natürlich auch ob es neue US-Sanktionen gibt. Ich habe den Eindruck, dass Putin sich so eine Art Festung bauen will. Er hat sehr hohe Haushaltsbilanzüberschüsse, er hat ganz niedrige Verschuldung mit den niedrigsten unter allen G20-Ländern und er hat auch die Unternehmensverschuldung der überwiegend staatlichen Konzerne wie Rosneft und Gazprom ist auch runtergegangen auf unter 500 Milliarden US-Dollar. Also insgesamt sieht es ganz positiv von der Verschuldungsseite aus und da will er sich so ein bisschen unabhängig machen. Er hält auch immer mehr Gold zurück. Wissen Sie eigentlich, dass Russland sonst viel Gold auch exportiert, aber im letzten Jahr minus 70%, ist ja der drittgrößte Goldproduzent der Welt, die horten also die Goldbestände, China übrigens auch, um dort sich so eine Art Festung aufzubauen, unabhängig auch vom Dollar zu werden. Vielleicht gibt es sogar mal eine goldgedeckte Währung, einen Rubel, und dann würde er natürlich sehr viel festiger werden. Die haben geringe Verschuldung, sie haben hohe Rohstoffeinnahmen immer noch und haben dann natürlich ein Asset, was Amerika in dem Sinne gar nicht mehr große Probleme. Der IT-Sektor und so, das wächst alles wunderbar, übrigens auch in Russland, sehr stark, die Start-ups und so weiter, Yandex und Mail.ru, also da gibt es richtig auch Wachstumsunternehmen in Russland, schauen Sie es an in E-Stock-Trends. Aber der Kalte Krieg ist, muss man aufpassen, zwischen USA und Russland, kann auch wieder einen Dämpfer geben von amerikanischer Seite, wenn sich das jetzt erst so steht, man natürlich die Verhandlungen mit China im Vordergrund, aber dann wird man möglicherweise neue Sanktionen wieder gegen Russland machen. Wir haben übrigens auch Wahlen in der Ukraine, jetzt im März, auch sehr wichtig, Poroschenko, Timoschenko oder auch ein Schauspieler, der hat nämlich einen Film machen lassen, Zelensky heißt der, und er stellt sich zur Wahl, das ist so eine Art Schwarzenegger, wo es auch um Präsidentschaftswahl gab,
ging in dem Film, nämlich dass der Präsident die Korruption bekämpft, also ein spannender Krimi. Und nun will der Zelensky selbst Präsident werden in der Ukraine. Auch das werde ich alles kommentieren in meinem Börsenbrief E-Stock Trends. Drei Ausgaben zur Probe, wie gesagt, nur 15 Euro. Dann machen Sie wieder nochmal weiter dieses Actively Managed Zertifikat aus der Schweiz, wo Sie dann auch natürlich jetzt ohne Ausgabe reinkommen, ist aber ein Private Placement. Und dann beachten Sie auch weiter auf die ETCs. Palladium hat ja schon 11% gemacht. Da können Sie auch auf einzelne Rohstoffe long gehen. Palladium, wie gesagt, schon 11% gemacht. Platin kommt vielleicht noch. Es kommt da immer, ich kommentiere auch ab so einem Rohstoff-Special auch immer in meinem Ostbörsenbrief, sodass Sie da auch gut informiert sind, was Sie dort kaufen können. Also ETCs von der Bank Paribas ist sicherlich auch sehr eine Alternative, falls die Aktienmärkte mal nicht so laufen. Aber da muss der Dollar wieder etwas schwächer werden. Sie kennen das Spiel und wir werden sehen, wie das wird. Ausgeht. Auf jeden Fall viele interessante neue zwei Wochen. Ich wünsche Ihnen wunderschöne nächsten zwei Wochen. Ich werde in den nächsten zwei Wochen auf Sie wieder zurückkommen und das natürlich kommentieren, wie das mit ausgegangen ist. Wir werden es natürlich auch von den Medien entnehmen. Aber kaufen Sie ja zwischendurch mal ein Probeexemplar oder auch drei vom E-Stock Trends. Wenn Ihnen das Video gefallen wird, hat dann bitte Daumen hoch und liken und auch gerne verteilen in Ihren Netzwerken. Ich wünsche Ihnen wunderschöne Woche und bleiben Sie den Aktien treu. Es lohnt sich immer wieder. Es gibt an den Aktienmärkten, aber auch Alternativen, intelligente Alternativen, wie ich Ihnen aufgezeigt habe. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Aktualisierung von E-Stock Trends.